Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom City Bus Manager auf unserer Map Bochum, in der wir in dieser Folge vieles wieder vorhaben. Und zwar gehen wir mal direkt rein. Ich habe mal direkt auf unser Betriebsgebäude, unser Betriebshof allgemein gestellt. Wir sehen, das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, dass es hier wieder viel zu tun ist. Wir haben schon insgesamt jetzt 8 Schalter und trotzdem wuseln die hier rum. Jetzt steht hier zwar Wartezeit 0 Minuten, aber es mag daran liegen, dass ich die Aufnahme ja ein oder anderen Tag unterbrochen habe, also jetzt am nächsten Morgen quasi weiterspiele, und das mag vielleicht daran liegen. Aber definitiv ist das zu viel. Wir müssen also hierhin nochmal ausbreiten. Ich weiß gar nicht, wie weit das gehen soll, und ich glaube auch, dass das ein bisschen unrealistisch ist. Aber wir müssen natürlich auch alles mitnehmen. Weil natürlich, das ist alles Geld. Wir werden Tickets gekauft, wir werden sich natürlich auch beschwert, aber klar, das brauchen wir dann auch. Das machen wir aber in der Nacht. Wir haben jetzt heute Donnerstagmorgen 9.57 Uhr, also das machen wir in der Nacht. Vielleicht kriegen wir das in dieser Folge gar nicht mehr hin, beziehungsweise ja doch am Abend nach 18 Uhr können wir es machen. So. Aber ob es in der Folge wird, weiß ich nicht. Was mich aber auch reizt, ist, damit wir hier insgesamt noch ein bisschen Platz schaffen, ich habe mal geschaut, wo der Mechaniker eigentlich so ist. Und der steht gerade aktuell hier vor dem Eckchen. Also der hält sich in der Regel, da steht also auch, läuft herum, aber er hält sich in der Regel nicht hier im Büro auf. Deswegen wäre mal die schöne Idee, ein Lager hierhin zu machen, nämlich also in der Nähe des Ganzen. Natürlich müssen die Waren dann hier rüber geschleppt werden, wenn die ankommen. Das ist dann ein bisschen weiterer Weg. Die schleppen die hier rein, können hier durch und schleppen die dann hier rüber. Also, aber das machen ja auch alle sozusagen, alle, die gerade Zeit haben. Macht ja nicht der Mechaniker alleine. Deswegen wäre das eine Option, hier in der Nähe der Werkstatt dann auch das Lager zu haben. Ich hatte ja ursprünglich auch mal vor, dass die Lackiererei, die wir ja auch noch nicht haben, hier zwischenzusetzen. Das würde ja grundsätzlich passen. Aber wir können sie natürlich auch hierhin machen. Deswegen habe ich hier mal für 2 Straßen erweitert. Und ich könnte sie mir auch hier vorstellen. Habe hier mal so ein paar Bäumchen nur kurz gespielt. Sieht ja auch ganz nice aus. Ja, und dann hätte man hier die Möglichkeit, wenn ich das jetzt mal so scrolle, haben wir sogar die Möglichkeit, hier noch ein bisschen an der Tankstelle vorbei das Lager zu erweitern. Also so quasi den Abschluss hier zu machen. So, das wäre jetzt erstmal so meine Idee. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendwann mal eine zweite Tankstelle oder eine zweite weitere Werkstatt und so weiter brauchen. Kann natürlich sein, umso mehr Busse wir haben, umso mehr müssen natürlich auch irgendwann mal gemacht werden. Und dann wird das natürlich auch irgendwann mal voll sein. Ja, also das wäre jetzt mal ein Test, das so zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage auch zu Recht, die ich mir selbst stelle, was werden wir hier? Wir können, das Gebäude geht ja momentan bis hier, wir können aber noch einmal erweitern. Was werden wir sonst hier hin machen? Natürlich kann ich die Straße jetzt auch hier runterführen, dann werden wir langfristig natürlich hier Platz kriegen. So. Aber ich würde das einfach mal gern testen, das reizt mich jetzt gerade, ob das denn überhaupt funktioniert. Und dann machen wir mal ein Lager, Lagerraum, Lager bauen, und dann setzen wir das mal genau hier an, schließen mal hiermit ab. Naja, siehst du jetzt schon falsch, aber der macht das ja. Müssen wir es in 2 Stücken machen. So und so. Wäre das jetzt, wie gesagt, wenn nachher das dahin kommt, dann kann man das ja auch noch vielleicht hierhin erweitern. Ist also ein schönes, großes Lager. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Regale, hoffentlich alles, was da drin ist, nimmt er auch mit. Nimmt er nicht, seht ihr. Das ist nämlich die Hauptproblematik, die so besteht. Dann sind unsere Vorräte weg, wenn ich das versetze. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Natürlich können wir die leeren Regale darüber stellen. Wir lassen das einfach mal, machen das mal mit leeren Regalen voll. Mal gucken, wie die das vorbereiten. Also vielleicht bringen die ja auch Sachen schon direkt da hinten rein. Dass die irgendwann nach und nach leer sind und wir die rüberstellen können. Vielleicht ist es aber auch so, wenn man wieder on, also wenn man ausmacht und anmacht, dass auf einmal die Sachen wieder da sind. Auch das können wir ja mal testen, aber ist jetzt nicht so dramatisch. So, jetzt haben wir die noch hier vorne. Näher daran. Kann man das eigentlich auch direkt da dran stellen? Ne, das nicht. Ein bisschen Platz muss sein. Ein bisschen Platz muss sein. Das war ein anderes Lied. So, dann kriegen wir das aber auch noch mal hin. Was wir natürlich noch dringend hier brauchen, ist eine Tür. Und dann würde ich direkt mal hier rein, und hier kann er auch wieder raus, wenn er das möchte. Dann schauen wir uns das einfach mal an, was da passiert.
Ja, wir können ja mal einmal hier raus und wieder fortfahren. Vielleicht sind die Wagen ja da. Nein, also die, die hier jetzt drauf lagen, waren jetzt nicht da. Naja, sei es wie es sei. Jetzt können wir eh nicht bestellen, müssen wir sowieso abends bestellen. Das ist ja klar. Entschuldigung, Frosch im Hals mal wieder. Gut, weil wir brauchen natürlich auch irgendwann ein größeres Büro. Der Flur muss auch größer werden. Und wenn die Leute alle hier reinkommen, es soll sich eigentlich alles hier so in der Richtung bewegen. Wir müssten die Küche hier rüber versetzen. Also, ne, erste Idee war, das Lager hier hinzusetzen, weil wir natürlich dann hier auch näher dran sind. Aber hier würde es mir, wie gesagt, auch gut gefallen. Naja, gut, gehen wir mal rein. Was haben wir sonst noch für Ziele heute? Wir müssen unser Liniennetz vergrößern. Ich glaube, wir sind so ziemlich am Limit angekommen. Hier oben werden wir ja auch vielleicht den goldenen oder das goldene Abzeichen dann auch bald bekommen. Weiß nicht, ob es dann über 500 hinausgeht, weil hier unten sind so drei Stück. Schauen wir mal. Aber jetzt ist das schon heavy, ne? Also wir haben 33,8% und müssen 47% Streckennetz ausbauen. Also das ist natürlich schon eine riesengroße Sache hier. Diese 880 Fahrten werden wir jetzt relativ schnell geschafft haben. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal rein. Dann müssen wir uns nämlich wirklich relativ zeitnah dann auch um eine neue Linie kümmern. Warum ich jetzt gerade stocke, ist, warum sie doch hier rüber geht. Ach, wir haben 9 Uhr. Die ersten Sachen werden gebracht. Ach, guck mal. Also, sie holt Sachen. Das ist schön. Und da wird auch schon was hier hingebracht. Aber die eine hat das jetzt gerade da hingebracht. Naja, ist dann noch ein bisschen... Guck mal, die laufen alle darüber. Ja, weil hier die Regale ja auch voll sind. Liegt noch mehr draußen. Da kommt noch eine, da ist noch ein Paket. Das war's dann. Ja, weiß ich nicht, ob wir uns jetzt zwei Baustellen hier geschaffen haben. Die machen aber erst ein Regal voll, sehr löblich. Warum allerdings auch das hinterste und nicht das erste? Ein bisschen unproduktiv. Naja, sei es wie es sei. Gut, wir gucken mal, was draußen los ist, ob wir irgendwo verstärken können oder müssen. Hier ist zum Beispiel die 303, kann nochmal einen Verstärker gebrauchen. Wir haben ja gerade Busse hier, die sind auch einsatzbereit. Dann lass ihn mal rausfahren. Auch direkt den großen, dann sind wir da auch sicher. Hier wird es auch die 303 sein. Ja, dann passt das. Hier ist ja jetzt auch so ein kleines Nadelöhr durch die 309. Wobei jetzt in dem Fall ist es sogar die 306. Sind das jetzt Umsteiger? Ich weiß es nicht. Da kommt um 11.02 Uhr ein Bus, also jetzt, aber der nimmt keine mehr mit. Also die 306 braucht auch dringend einen Verstärker. Nehmen wir den großen Doppeldecker. Und was ist hier? Ja, hier sind sie beide um 11.12 Uhr. Das ist jetzt. Kommt die 309, der rast ab. Und die 309... Um 11.42, 11.23 die 308 hier am Schauspielhaus. Da kommt sie auch schon angedüst mit einer Minute Verspätung. Schafft aber nicht alle weg. Deswegen müssten wir die 308 auch nochmal unterstützen. Und das geht dann hier auf einmal wieder nicht. Jetzt doch. Na, dann fahr du mal raus. Und dann sind wir ja auch, hier haben wir schon mal die erste Schicht, die wir zuweisen müssen für die 304. Ist allerdings mit 44 ein kleinerer Bus. Jetzt habe ich aber, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich hatte die Schichten gar nicht zugeteilt, die Nachmittagsschichten, ne? Ja, das müssen wir dann separat machen. Also müssen wir erstmal mit denen arbeiten, die wir jetzt da haben. Jetzt habe ich die gerade rausgeschickt. Wie lange haben wir noch? 4 Minuten haben wir noch bis hier. Dann warten wir da nochmal kurz. Hier unten ist alles soweit okay. Else-Brandt-Stürmstraße ist die 308. Da sind die dann schon wieder abgeliefert sozusagen. Und hier geht es ja bis zur Storchenstraße und dann geht es zurück. Sieht schön aus, finde ich, ne? Aber es ist trotzdem erschreckend, dass es nur 33,8% sind und wir jetzt mit einem 47% einen Riesensprung machen müssen. Das heißt, wir müssen mit kleineren Bussen auch irgendwie in die Wohngebiete rein, weil wir ja Häuser, das steht hier genau, 47% der Gebäude und Sehenswürdigkeiten anzubinden. Also Gebäude, das haben wir ja mit der Linie hier gelernt, die wir hier zusätzlich zugenommen haben von dieser Hospizgeschichte. Das werden wir dann dran klicken. Da wurde uns ja auch gezeigt, so und so viele Häuser sind im Umkreis angeschlossen. Das ist ja gut. Es sind noch 2 Minuten 12. Wir müssen mal gucken, ob hier noch irgendwas passiert ist. Nee.
Dann müssen wir einen der Kleinen hier zuweisen auf der 304. Weil danach kommt ja auch schon wieder die 306. Dann weisen wir mal ihn zu. Dann kommt auch die 304. Das wird wahrscheinlich ein bisschen wenig werden. Wie viel Wartezeit haben wir hier? Also ist gerade Mittagszeit. Wenn alle weg sind, dann könnte man zum Beispiel erweitern. Ist auch gerade. Guck, und alle machen Pause. Wunderschön. Ja, dann teilen wir jetzt nochmal eben die zwei hier zu, weil das so die nächsten sind. Ach, hier ist auch zum Beispiel ein großer Bus. Wer kommt denn noch? Die 303 braucht auf jeden Fall den großen. Wir teilen auf jeden Fall erstmal hier zu, bevor das jetzt hier Probleme macht. Der kann gar nicht, der. 1:01. Und das ist die 303, da weisen wir dann. Ach, dann nehmen wir ihn hier direkt. Und für die 301 weisen wir ihn zu. So, das ist nice. Dann machen wir nämlich mal eben Pause. Ach, haben wir schon. Habe ich irgendwas nicht zugewiesen oder warum macht der gerade Pause? Hatte ich schon Pause gemacht? Bin ich jetzt völlig gaga? Das kann sein. Kein Kommentar. So, wir wollen hier jetzt erweitern, hatten wir ja vorhin gesprochen. Jetzt ist gerade Päuschen, jetzt können wir das machen. Keine Menschenmassen. Es war aber auch schon mal schlimmer, finde ich, aber es ist trotzdem immer noch nicht gut genug. Gut ist uns nicht gut genug. Das müssten wir eigentlich auf unseren Bussen schreiben. Wir machen jetzt hier nochmal diese Geschichte weiter. Müssen natürlich dann die ganzen Stühle wieder umstellen. Das ist immer so das... Naja, wenn man mehr Schalter hat und die mehr sitzen, braucht man auch nicht mehr Stühle. Ne? Das heißt, wenn die direkt an einem Schalter kommen... Ich hatte übrigens mal versucht, ob da hinten auch eine Tür reingeht. Also man kann eine Tür machen, ist aber nur so eine kleine Tür, die bringt gar nichts quasi. Jetzt stört das Aquarium mich da drin wieder, aber Kleinkram machen wir gleich. Wir gucken erstmal, dass wir hier jetzt Schalter reinbekommen. Und zwar würde ich sagen, drei an der Zahl. Die wir nochmal zur Verfügung stellen. 1, 2, dann haben wir nochmal 3 Dreierblöcke und dann machen wir nochmal so einen Einzelblock, damit es symmetrisch ist. Und lassen uns die Option da hinten in der Ecke nochmal umzubauen. Wir können hier mal mit dem Aquarium daneben und dann machen wir hier noch die restlichen Stühle, die hier hingehen. Nämlich 1, 2 und da hinten in der Ecke 3. Also kann keiner sitzen, aber da war doch gerade. Du hast es doch gerade gewollt. So. Gut. Heißt also, 3 weitere Schalter heißt letztendlich 3 weitere Mitarbeiter. Service-Mitarbeiter. Haben wir überhaupt Spinde? Anscheinend schon. Dann nehmen wir hier mal Prissy Enke. Das sind Vornamen. Ne? Pip, Joy, Kelschei, könnte sein Lamont, Modestine. Das ist lustig. Also sie auf jeden Fall. So, und jetzt fehlen uns wirklich Spinde für 2 weitere. Hinein ins Geschehen. Wir können ja hier, müssen wir ja nicht das verschenken. Hier können wir ja noch 2 Wände einsetzen. Und dann passen da auch noch weitere Spinde hin. Flur spinnt nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderschön. Sollte erstmal reichen. Mitarbeiter, noch 2 weitere Service-Mitarbeiter einstellen. Da hört es aber hier mit der Zuverlässigkeit ganz schnell auf. Ne? Außer da oben die Modestine. Ja, wenn wir ihn für 12 mal 14,50 geben. Was heißt denn überhaupt Zuverlässigkeit? Sind die dann krank oder sowas? Ich weiß nicht. So, wie viel haben wir jetzt? Insgesamt haben wir 12 Service-Mitarbeiter für 3, 6, 9, 10, 11. Ist einer immer noch zum Ablösen. Das ist ein bisschen wenig, verstehe ich. Komm, dann war da jetzt noch einer, den wir halbwegs gebrauchen konnten. Jetzt sind irgendwie wieder andere da, oder meine ich das nur?
Hier vorher sieht man ja schon von dem hier. Gut, dann kriegt der nämlich noch 1380. Gut. Dann haben wir zwei in Reserve. Was haben wir als Postfach? Hallo Chef, viel zu tun. Ja, wer sagt das? Ein Busfahrer. Ich weiß. Forschen tun wir übrigens gerade nichts. Da machen wir jetzt noch die Busverschmutzung, weil wir können jetzt nur noch die drei Busse aktuell mit unserem Level erforschen. Den Rest haben wir und natürlich die Einsatzgebiete. Aber wir machen erstmal das hier nochmal besser. Und dann starten wir mal wieder rein. Lassen das ruhig mal so offen. Ja, dann geht es ja da gleich wieder los. Wir müssen nämlich auch noch weiter zuteilen. Hier kommt gleich für die 303 wieder was. Die hatte ich aber zugeteilt. Da ist jetzt noch einer offen. Wie sieht es draußen aus? Sind es noch. Hier stehen ein paar mehr. Machen wir da nochmal das Upgrade. Da ist einer reingekommen für die 303. Das ist gut. Und dann ist noch die 301, aber das ist jetzt noch 3 Minuten hin. Ja, umso mehr Busse man hat, umso mehr muss man zuteilen, umso mehr hat man so an diesen Nebentätigkeiten. Ne? Da geht es jetzt wieder auf. Haben wir alle Schalter offen? Ja, sind doch alle besetzt. Wunderschön. Wie ist denn insgesamt gerade die Laune so bei den Service-Mitarbeitern? Na, der Stressfaktor ist immer noch sehr hoch, ne? Prissy haben wir neu eingestellt. Die sind überhaupt nicht gestresst, weil die alle neuen sind nicht gestresst. Die anderen hatten zu wenig Pause. Kauf Wochenticket, aber das ist echt wichtig, dass hier die Leute auch nicht wieder weglaufen. Also ich meine mal gesehen zu haben, dass sie weglaufen, insofern, wenn sie zu lange warten müssen. Insofern... ist das ja wichtig. Noch 1 Minute 30. Wir müssen zusagen, und zwar hier, das ist die 301. Dann nehmen wir auch den großen hier. Die 302 weisen wir auch einen großen zu. Die 303 wieder groß, bitte. Die 307. Dann mal in klein. Die 305 dann wieder in groß. Habe ich das jetzt zugeteilt oder hat er zufällig auf den Mitarbeiter? Ne, er hat zugeteilt. Oder habe ich den jetzt nicht? Der lässt das auf jeden Fall nicht zu. Dann kriege ich das wieder weg. Ah ja. Ne, war auch nicht die 305. Forschung abgeschlossen. Können wir direkt nochmal? Ne, ja, den Spritverbrauch können wir jetzt erforschen. Machen wir das doch auch direkt. 305 und 302. Die 302 nehmen wir ihn hier. Sind alle verplant, bis auf der Kleine hier. Zur Not muss der auf die 305 gehen. Ich warte aber noch kurz. Ja, das ist halt besser, wenn man das wirklich vorher vorbereitet. Aber ich möchte gar nicht wissen, man kann natürlich auch auf automatisch zuteilen gehen. Ne? Kann man natürlich mal testen. Klar, ob der das gut macht. Noch 1 Minute, es kriegt nichts rein. Dann werden wir jetzt ihn hier zuteilen. Es sind noch 1 Minute, aber auch für die 3.9, die 3.7. Ah, da kommt noch einiges. Aber wenn ich das richtig, ist jetzt alles verplant. Ne? Wir brauchen wieder Busse. Und jetzt, da ich jetzt in Ungewissheit bin, ne, mal 27, dann habe ich die 309 nicht zugeteilt. Ausgerechnet unsere Dingslinie. Warte mal. Stopp. Was soll er fahren? Die 307. Das ist der 7178. Dann nehmen wir den mal wieder. Ah, ne, kann ich jetzt gar nicht mehr rausnehmen. Weil die Zeit wahrscheinlich 16:45. Nee, ist eigentlich nicht rum. Ich würde den eigentlich gerne rausnehmen.
Geht aber leider nicht mehr. Ist zugewiesen, abgeschlossen und dann, ich wollte jetzt vermeiden, dass wir die 309 nicht zuteilen können. Aber das ist leider nicht der Fall. Müssen wir echt einen neuen Bus kaufen. 9 Sekunden kommt der auch nicht. Wir brauchen eigentlich schon zwei neue Busse. Drei neue Busse. Boah, was haben wir uns denn da so verkalkuliert? Was haben wir denn anders gemacht? Heavy, heavy, heavy. Und ja, Fuhrpark nicht, sondern auf Marktplatz. Und schon sagen, warum haben die alle so Farben? Ja, die müssen ja erstmal gemacht werden. Also wir müssen erstmal hier in neue Busse investieren. Geld ist ja grundsätzlich da, das ist ja nicht das Ding. Wie viele Stellplätze haben wir denn überhaupt noch? Habe ich jetzt auch nicht so wirklich im Blick, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein bisschen unschön jetzt hier. Wenn wir die Lackiererei wirklich dahin machen, da müssen wir ja jetzt ein bisschen Platz für lassen. Schauen wir uns die nochmal an, wie groß die ist. Ich möchte sie eigentlich noch nicht bauen. Ich meine, die kostet 15.000, ist jetzt auch nicht der Hammer, aber ach komm, wir bauen sie jetzt. Dann können wir nämlich hier perfekt die Straße weitermachen und dann dementsprechend da hinten mehr Stellplätze schaffen. Das war das, was ich meinte, wir könnten das Lager auch noch hier erweitern. Aber ich glaube, das Lager ist groß genug, was wir da haben. So, Stellplätze wären hier möglich. Aber, das ist das, was mir ja nie so gefiel. Das ist übrigens auch eine Idee. Aber jetzt habe ich das Lager dahin gemacht, das Lager hier hin zu machen. Weil wir können ja hier nur kleine Busse hin machen. Ich möchte aber keine kleinen Busse mehr kaufen. Ja, also deswegen müsste man eigentlich die Straße weiter nach oben machen, ne? Also sprich jetzt hier dann weitermachen, wenn wir rübergehen, damit wir hier ein größeres Feld haben. Aber wenn ich das mal so mache, kann man wieder gucken, Stellplatz groß, ja gut, dann passen hier große hin. Weil mittlere wäre ja auch schon wieder verschenkt und dann können wir die mittleren eher hier in die Mitte machen, so wäre the idea. Hier passen jetzt auch welche hin noch zur Not. Können wir immer noch wegmachen, wenn das nicht ist. Also ich würde jetzt mal 1, 2 Stellplätze hier hin machen. Warum macht er das jetzt nicht? Bisschen verschenkt das Ganze. Aber auch hier könnte man ja, wir lassen das mal, weil auch hier können wir ja die Straße dann quasi nicht hier, sondern hier hin machen, um auch hier größere Busse hinzukriegen. Na, der würde hier sogar noch hinpassen, wenn die Straße jetzt hier weiter ginge. Aber wir machen erstmal wie geplant hier hin. Haben wir schon groß? Ja, das ist groß. Möchte das einfach aus optischen Gründen damit ein zwischen machen. Natürlich verschenkt man jedes Mal ein bisschen Platz, aber sei es wie es sei, ja. Das wäre erstmal so. Jetzt haben wir genug Stellplätze. Ich breche zusammen, trotzdem schwierig gerade. Ne? Es wird was ausfallen, aber wir können ja auch ein bisschen später zuteilen. Also 17:30 muss der quasi zum Hospiz fahren, damit er um 37 da ist. Das ist ja noch eine Stunde. Ausfallen tut er doch dann wohl nicht. So, was kauft man jetzt schon wieder auf Fuhrpark? Gut ist hier dieser Intercity. Der kostet jetzt nicht so wahnsinnig viel, hat aber 94 Fahrgäste. Hier oben, der kostet ein bisschen mehr, hat 128 Fahrgäste. Finde den immer ganz praktisch. Und 49 Sitzplätze vor allem auch. Der hat 83 Sitzplätze, ne? Und wir kaufen einen davon und einen Doppeldecker nochmal. Ich muss echt das mal speichern. Komm, wir versuchen das auch mal eben. Aber es gilt ja auch dann nur für das Modell, ne?
Ecke ein bisschen größer. So, wenn ich den jetzt auf Speichern gehe. Das war jetzt der LE, ne? Ups, ich muss auch anklicken. Lokal speichern. Guck mal, hier oben könnte man auch was drauf machen. Sieht irgendwie auch witzig aus. Anwenden. Dann kommt der jetzt rein, aber bevor der das macht. Wie rum bin ich denn jetzt hier? So rum. Ja, das stimmt. Ich bin richtig. Ich sage ja, ein bisschen weiter weg scrollen wäre übrigens gut, liebe Entwickler. Dass man noch ein bisschen besseren Überblick hat. Als zweites kaufen wir noch einen großen Doppeldecker, hatte ich gesagt, in neu. Also da kann ich das jetzt wahrscheinlich ja halt nicht laden. Oder nimmt er das? Nee, siehst du. Die Dachfarbe ist, glaube ich, schon okay. Das diesmal sieht nicht so weiß aus. Und das ist viel zu groß. Bei dem muss man mit kleineren arbeiten. Passt auch gar nicht so viel hin. Aber hier oben könnte was hin. Das sieht doch auch nice aus. Ja. Das gefällt dem Vater. So. Anwenden. Dann kommt ihr zweimal ganz schnell gefahren. Da ist auch schon der erste. Manchmal kann man das nicht scrollen. Da muss man irgendwas anmachen und dann geht das. So, stell dich mal schnell hin. Wo fährst du denn hin? Ich meine, hier sind 12.000 freie Plätze. Du fährst am allerhintersten. Achso, ich habe ich denn überhaupt genug Fahrer? Weiß ich jetzt nicht. Ich zeige mal eben zu. Wird er mir schon sagen. Und der hat jetzt nur 38 Sekunden. Bräuchten wir quasi einen dritten. Ist das dann der letzte? Ne, da kommen noch mehr. Leute, ich muss das echt darüber machen, über den Schichtplan. Das ist viel besser zu sehen. Guck mal, da kommt nämlich jetzt einer rein. Bis die geparkt haben, ne? Hauptsache. Guck mal, die sind immer noch hier, obwohl sie eigentlich zu spät zugewiesen. Ja, ja, zu spät. Da kommt der nächste. Da kommt der nächste. Die 309 ist ja auch nicht unwichtig. Wir machen das jetzt von oben herab. Es sind auch noch zwei Stück von oben herab. Ist jetzt nur noch in 11 Sekunden. Ah ne, guck mal, da kommt schon wieder der nächste. Für die 302. 2 jetzt für den anderen, aber bringt da nichts. Raus mit dir. Ist der zugewiesen? Ja, warum fährt er denn nicht? Ja, jetzt geht er. 16:45, bist ein bisschen spät dran, Kollege, ne? Da kommt ein großer, den brauchen wir auch für die 302. So. Jetzt ist alles zugewiesen. Jetzt müssen wir natürlich ganz extremst mit, wie heißt es, Verstärkern arbeiten. Weil natürlich wir jetzt einiges an kleinen Bussen auch rausgejagt haben. Gucken wir mal direkt draußen rein. Hier ist die 308. Fahr du mal direkt raus. Das war das gerade, ne? Was haben wir hier auch? 308? Ne, 309. Ups, ne, dich wollte ich nicht zuteilen. Dich. Hauptsächlich ist es natürlich immer im Kern, dass da so Probleme sind. Manchmal gucke ich gar nicht nach hier oben. Aber da läuft alles. Alles tut die. Das sieht doch gut aus. Hier unten, das hatte ich gerade schon. Die 308, ja. Die hatte, glaube ich, auch wirklich einen kleinen Bus bekommen. Sie läuft immer noch herum. Hat nichts zu tun, ja, ich weiß, aber
Deine Show kommt nachts. Du kannst eigentlich jetzt Feierabend machen, wenn man das so einteilen könnte, ne? Ich brauche dich erst um 18 Uhr, so nach dem Motto. Das finde ich noch nice. 308 ist immer noch ziemlich heavy. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden zuteilen können. Fahr du nochmal mit raus. Und was wollte ich nochmal kurz gucken? Eins fiel mir gerade noch ein. Achso, Forschung, genau, da bin ich auch drauf. Wir hatten ja Sprit jetzt fertig, jetzt geht es nur noch um Busse. Ach, guck mal, die Betriebskarte können wir nochmal machen, kostet 30.000. Das sparen wir uns gerade, jetzt brauchen wir es ja nicht. Ein Streckennetz können wir in einer anderen Richtung nochmal neu machen. Vielleicht kommen nochmal interessantere Solo-Busse. Machen wir da nochmal eine Forschung rein. Gut, hier sieht es so aus, dass momentan die Wartezeit mal 5 Minuten liegen. Damit haben wir angefangen, dann können wir auch die Folge hier mit enden. Sieht gerade etwas besser aus. Allerdings haben wir auch kurz vor Feierabend. Müssen wir also weiterhin beobachten, würde ich sagen. Gut, ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.